Und schon wieder überrascht uns Oda mit den Informationen, die er uns regelmäßig gibt. Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ich persönlich habe schon vor 8 bis 9 Jahren ein Video gemacht darüber, dass Zoro denn das Königshaki besitzen muss. Und damals gab es noch gar keine Hinweise darauf. Also gefühlt meine ersten Videos gingen darum, dass Zoro ein Charakter ist, der das Königshaki besitzen muss. Und irgendwie kam es am Ende auch so raus, denn Zoro benutzte gegen King und auch gegen Kaido das Königshaki, sogar das erweiterte Königshaki. Natürlich waren alle Zoro-Fans erfreut, weil es auch das war, was man von Zoro erwartet. Ich meine, wer soll das Königshaki besitzen, wenn nicht Zoro? Rayleigh, der Vize von Roger, besitzt es auch, also warum soll es nicht Ruffys Vize, der ja Roger übertreffen wird, besitzen? Wir haben sogar erfahren, dass Zoros Familie eine sehr einflussreiche und starke Familie ist. Ich meine, er ist verwandt mit dem legendären besten Schwertkünstler Ryuma. Also wenn Charaktere wie Don Chinjao das Königshaki besitzen, dann muss Zoro es auch besitzen, weil er charakterlich und von den Werten einfach einen König widerspiegelt und definitiv auch königliche Ambitionen hat. Und warum ich drüber rede ist, wir haben in der letzten Weevil-Card, die Oda veröffentlicht hat, jetzt vor kurzem neue Informationen bekommen, denn Oda hat es nicht offiziell gemacht, dass Zoro das Königshaki besitzt, denn bei den Nutzern, die aufgelistet wurden, das Königshaki besitzen, war Zoro erstmal nicht dabei. Es stand lediglich nur auf Zoros Seite, Königshaki im Kampf auf Onigashima. Shima entlud Zoro Schwert einen schwarzen Blitz. Besitzt er die Qualitäten eines Königs? Fragezeichen. Also möchte Oda, dass wir noch eine Zeit lang darüber spekulieren, ob Zoro das Königshaki besitzt oder nicht. Jedoch schließt er es hiermit nicht komplett aus, weil er da selber sagt, besitzt er die Fähigkeiten? Er möchte also noch irgendwas damit ausführen, aber er lässt das normale Königshaki nicht einfach Fakt werden. Und ich möchte mal, dass ihr jetzt in die Kommentare schreibt, denkt ihr, Zoro ist der Charakter, der das Königshaki beherrscht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Oder denkt ihr auch, dass es nur sein Schwert ist? Lasst uns mal wirklich darüber diskutieren. Denn viele sagen ja auch, wenn Zoro das Königshaki besitzen sollte, dann hätte er es schon viel früher entladen müssen, weil auch Ruffy zum Beispiel in den ersten richtig kniffligen Situationen das Königshaki losgelassen hat. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Timeskip oder das Form-Timeskip alles für Zoro relativ einfach war. Er ist nie an seine maximalen Grenzen gegangen oder es gab nicht wirklich eine Situation, wo er es hätte rauslassen müssen, außer vielleicht gegen Kuma damals. Also kann ich irgendwie beide Meinungen verstehen und ich komme jetzt zu dem Punkt, weshalb ich glaube, dass Zoro doch das Königshaki besitzen müsste. Denn ich denke, in Zoro steckt was viel bösartigeres, als man denkt. Ich finde, der Grund, warum Oda nicht sagt, ob Zoro das Königshaki hat oder das Schwert ist, weil er offen halten will, dass mit dem Schwert irgendwas nicht stimmt. Sei es jetzt mit dem Enma oder mit dem Kitetsu oder mit den anderen Schwertern, es ist egal, denn alle Schwerter haben Blitze abgelassen, weshalb ich nicht denke, dass es nur am Enma liegt. Wenn man sich den Kampf gegen Kid anguckt, die finale Attacke von Zoro, da kamen schwarze Blitze aus allen Schwertern. Natürlich kann man jetzt sagen, das Königshaki vom Schwert geht natürlich in Zoro als Anwender über, aber ich denke, es hat einen anderen Grund. Ich denke nämlich, dass in Zoro oder in einem der Schwerter ein Dämon oder ein Teufel sitzt. Wir wissen sogar, dass das Kitetsu verflucht ist. Es wurde uns buchstäblich damals gesagt. Warum wird dieser Fakt einfach vergessen und nicht mehr betrachtet? Wir haben sogar jetzt erfahren, dass Schwerter Charaktere haben und sehr viel Auswirkung haben können und das Kitetsu hat sich bis jetzt immer verdeckt gehalten, wobei das Enma direkt gezeigt hat, dass es buchstäblich lebendig ist. Ich denke also, Oda will mit diesem, hat er das Königshaki oder nicht, im Raum lassen, ist es das Schwert oder eventuell Zoro selbst, weil wir spekulieren sollen, ist etwas in dem Schwert oder ist es Zoro selbst einfach. Und das, denke ich, werden wir in den nächsten Monaten / Jahren erfahren und das wird auch das finale und absolute Power-Up von Zoro sein. Das Charakter vom Kitetsu wird sich endlich zeigen, denn auch der Gorosei hat jetzt erwähnt oder explizit erkannt, dass Zoro das Kitetsu der dritten Generation führt. Und wenn wir uns mal den Charakter von dem Gorosei angucken, er ist buchstäblich ein Teufel und führt das Kitetsu und es ist sogar sein einziges Schwert. Also, dass das Kitetsu kein normales Schwert ist, sollte uns allen klar sein. Und deswegen, Freunde, bin ich der festen Überzeugung, werden wir in den nächsten Monaten, vielleicht sogar in den nächsten Wochen, das glaube ich aber eher weniger, weil es jetzt erstmal auf Elbaf geht, also sagen wir mal in den nächsten Monaten, sehen, wie sich der Charakter vom Kitetsu zeigt. Und glaubt mir, so blöd das klingt, es wird ein wahrer Teufel, ein Dämon sein, der dem Gorosei schon sehr nahe kommt, weil ich denke, der Gorosei ist sehr stark mit seinem Schwert verknüpft. Vielleicht ist er sogar derjenige, der diese Schwerterreihe erfunden/kreiert hat, weil er ja schon mehr als 800, 900 Jahre
darin lebt, er wird einer der Charaktere sein, die diese Drachenschwerter überhaupt in die Welt geführt hat. Und dass Zorro jetzt eines dieser Familienbesitz muss doch was Extremes heißen. Das Enma selber zeigt dir, wie stark sein Charakter ist, indem es Zorro das ganze Königshaki entzog, und es zeigte sogar, dass es buchstäblich lebendig ist, indem es sich gegen Zorro wehrte, bevor Zorro sich überhaupt bewiesen hat. Und beim Kitetsu ist es hier der Fall, dass Kitetsu sich wahrscheinlich einen Nutzer aussucht, was da dort der Fall war, weil es Zorros Arm verschont hat, weil er Pläne hat, weil er weiß, Zorro hat etwas in sich und deswegen will er jetzt bei Zorro bleiben oder wollte dieses Schwert schon immer Zorro auswählen und bei ihm bleiben. Dies ist, finde ich, auch nochmal ein Grund dafür, dass Zorro das Königshaki beherrschen muss, weil das Kitetsu, eine so derartig mächtige Reihe von Schwertern, würde niemals einen Schwertkämpfer aussuchen, der nicht mal in der Lage ist, das erweiterte Königshaki zu beherrschen, um mit den Stärksten mitzuhalten. Weil schaut euch mal die Gorosei an, nicht mal Ruffy mit dem erweiterten Königshaki kann irgendwie den Gorosei Schaden hinzufügen, also muss Zorro es beherrschen und es anwenden können. Also ganz kurz und knapp gesagt, wenn ihr mich fragt, ob Zorro das Königshaki hat, ja, er hat das Königshaki und er besitzt es. Er musste es bis jetzt nur einfach nicht freisetzen. Und der Kampf gegen Kaido und King war das erste Mal wieder, dass er so richtig, richtig an seine Grenzen ging. Und jetzt braucht er das Königshaki auch, was auch üblich und normal ist. Und warum Oda es in der Vivri-Card noch nicht zugibt, ist, er möchte, dass wir denken, dass das Schwert Königshaki hat, damit wir nicht direkt drauf kommen, dieses Schwert ist bösartig oder hat eine richtig große Power. Und weil, wenn es kein Königshaki haben sollte, wenn es so einen Charakter nicht hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es Teufel oder irgendwas ist, was im Schwert lebt. Dieses Verfluchtsein halt. Oder macht es somit ganz schlau, indem er es halt einfach offen hält. Ist es das Dämon oder ist es das Königshaki im Schwert oder ist es Zorro selbst? Und das finde ich auch extrem spannend, dass Oda so krass Zorro im Geheimnis hält oder noch so viel vorhat mit Zorro. Und das zeigt, dass Oda Zorro auch sehr feiert. Und er weiß ja auch, dass die Zuschauer große Fans von Zorro sind. Und ich glaube, dementsprechend wird er sich auch verhalten und uns den Fanservice geben, den wir uns mit Zorro hier wünschen. Eine andere Wahl hat Oda eigentlich gar nicht, als Zorro das Königshaki zu geben oder diesen Fanservice, von dem ich hier rede, weil Oda weiß, Zorro ist einer der beliebtesten Charaktere und jeder Vize hat eigentlich das Königshaki. Wir können davon ausgehen, dass Ben Beckman es hat und wir wissen auch, dass Rayleigh es hat. Also die, die ganz oben stehen, haben es. Und was wäre jetzt Zorro, wenn er das Königshaki nicht hätte? Und Oda ist dem also bewusst und deswegen führt er es ja auch langsam ein. Es starten sogar die Diskussionen, ob Sanji das Königshaki hat. Dazu kann ich auch mal gerne ein Video machen, wenn ihr das sehen wollt. Lasst auch gerne ein Like da. Aber wie gesagt, Zorro muss es einfach besitzen, sonst höre ich auf, One Piece zu gucken. Aber eine Sache möchte ich euch noch fragen. Würdet ihr dieses Erscheinungsbild von Zorro auch derartig so auftreten wollen, dass dieser Dämon aus Zorro rauskommt oder dieses Schwert optisch einen Einfluss auf Zorro hat? Oder wollt ihr, dass es nur so wie beim Enma ist und dass das einen Charakter zeigt? Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass das Kitetsu stärker ist als das Enma und Zorros Charakter oder Zorros Stärke ausmachen wird in dem finalen Krieg von One Piece. Lasst aber auch gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Lasst uns darüber diskutieren. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Es würde mich wirklich freuen. Der Kanal war jetzt wirklich lange inaktiv, weil privat einfach viel bei mir los war. Lasst uns gemeinsam diese Reise bestreiten. Das soll es von mir gewesen sein. Peace out, euer Kanista.